meine Freunde, willkommen zu einem neuen Video mit Kimon und mir. Wir sind wieder zwei Tage auf Abenteuertour. Momentan befinden wir uns noch in Hannover, im Hauptbahnhof. Aber jetzt sind wir in... Oh. Und jetzt sind wir im Harz, ey. Was geht? Moin, Leute. Es ist soweit, wir sind wieder unterwegs. Zwei Tage. Einmal den Wurmberg heute noch. Oder gleich und morgen den Brocken. Ja, also seid dabei. So, wir sind beim Rodelhaus. Was? Beim Sex? Was? Sex im Harz? Was? Sex im Harz? Was? 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 Sex im Harz? Guck dir das an. Ich glaube, der eine will den anderen fressen, Alter. Das sieht mir nach ungeschützten Poposex aus. Ich glaube, der will den anderen fressen. Das ist doch so, ich weiß nicht, Alter, ob das so ist. Der will den doch fressen. Was meint ihr? Wir machen Bukake-Party, da siehst du das. Ja. Naja. Jetzt Kamera. Yo, 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 wir sind angekommen hier oben. Hier oben ist dieser schöne See. Bergerlebniswelt für die Kinder. Da ist der Brocken. Was für eine perverse Aussicht hier. Oh, Glück, ey, dass wir eine gute Aussicht haben. Geil. Freie Sicht, meine ich. Und kein Mensch da, denn es ist jetzt... Ja. 21 Uhr 58, es wird gleich dunkel in einer halben Stunde. Wir müssen uns jetzt schnell einen Schlafplatz suchen. Aber ganz fix. Ja, geht's morgen früh weiter. Und zwar dahin. So, die 1 Million Treppen kommen jetzt. So. Wir haben jetzt eine Stelle gefunden hier. Schön eine Wiese, eine kleine. Und hier bleiben wir auch erstmal. Jo, wir haben alles aufgebaut. Alles ist ready. Kimon ist da hinten, macht sich sein Essen fertig noch. Wir werden hier noch ein bisschen abhängen und dann pennen wir auch schon, damit wir morgen früh hier schnell weg sind, weil hier dürfen wir nicht schlafen, das sage ich schon mal ganz ehrlich. Aber das ist ein Notfall, weil ja, wir sind hier, der Zug, der hatte Verspätung. Das war so. Das war wirklich so. Guten Morgen, Leute, was geht? Mach mal deinen Wecker aus, Kimon. Boah, ist das pervers, Alter. Ist das geil, Leute, Alter. Oh. Digga, ist das geil, ne? Oh, Leute, wir müssen schnell abbauen, denn wir haben einfach hier geschlafen. Und gleich kommen die ganzen Rödler mit den Rädern von da oben runtergeballert. Bisschen Feuchtigkeit ist hier, ne? An den Fliegengitter, aber ansonsten geht mega klar, Alter. Hier, mein Schlafsack ist von außen ein bisschen nass. Da die Sonne von da vorne schon kommt, ey, Kimon, müssen wir nur die Sachen aufbauen oder hinlegen gleich, ey. Ja, safe, Alter. Ich bin aber voll nass hier drin. Ich auch. Drinnen ist alles nass, aber nur von außen, ne? Mhm. Ja, es trocknet schnell gleich. Alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut. Mega geiles Wetter hier, ey. So, Leute. Es ist alles klamm hier. Richtig kacke. Meine Schuhe sind von innen ein bisschen klamm. Seht mal, wie nass das hier geworden ist. Da habe ich hier einen Fehler gemacht. Ist alles nass oben, ey. Scheiße, da ist die Drohne eigentlich drin. Boah, fucking shit. Fucking shit. Mal gucken.
Jetzt wird erstmal noch was gefrühstückt und dann geht's weiter. Er hat schon. Hier sind so eine kleinen Mistviecher wieder, so eine kleinen Mistfliegen, die uns die ganze Zeit beißen, ey. Das nervt mega ab. Auf jeden Fall muss man einen Rasierer dabei haben von Sea to Summit. Was ist das denn für ein Gadget? Das ist ein Kamm, der immer kaputt geht. Ach du Scheiße! Erst war der voll geil mit Spiegel und so und jetzt geht er gar nicht mehr. Ne? Der geht wohl. Ja, der muss ja ein bisschen was aushalten eigentlich, ne, in der Wildnis. Also. Eben, bei meiner Löwenmähne. Ja, das stimmt, ey. Irgendwo da haben wir gepennt, man sieht nichts mehr. Also nochmal angemerkt, das wollten wir echt nicht, ne? Wir haben gestern den Zug nicht verpasst, sondern der hat Verspätung gehabt und dadurch sind wir hier so spät angetrödelt durch das 9-Euro-Ticket. Die Fliegen sind so groß wie so ein Samenkorn von irgendeinem Long oder so. Von dir? Wie dein kleines Ei, oder? So, wir befinden uns auf dem Grenzweg, sonst bin ich immer da lang gegangen. Aber heute gehen wir hier lang. Die Binde abzumachen, ne? Guck mal, da hinten die fette, das fette Sägeblatt da. Sägeblatt. Junge, was der für eine Power haben muss, ne? Ah, oh, der hat richtig Dampf, Alter. Der. Ja, der da unten greift er sich den Stamm, Alter. Der hat gut gegessen, ey. Und dann. Wird ja damit geschält hier, ne? Richtig. Das passiert hier dann natürlich unter der Woche. So, ist nicht mehr weit. Man sieht den schon. Man sah ihn vorhin auch schon, aber jetzt umso mehr. Aber vor uns ist einfach alles tot. Alles tot. Naja. Puste mal lieber nicht die Fliege an, sonst gibt's Bußgeld. So, die Wasservorräte sind aufgefüllt und weiter geht's. Die sind echt neu. So, es ist Samstag, 10.07 Uhr, noch fast keiner hier oben, mega geil. In 2 Stunden ist es hier alles voll, aber dann sind wir auch schon wieder hier weg.
Genau so habe ich mir es vorgestellt. Zeitlich noch mega gut. Was denn? Digga, stell dir vor, der fängt irgendwann einfach so aus Versehen an zu rollen. Der? Der Brett hat so den Harz, den Brocken runter. Der kommt hier dieser Wald. Ja. Ja, ist doch eine wilde Vorstellung, oder nicht? Mega. Mega. Oh, hier riecht es nach Bratwurst. Ich muss mal eine holen. Ich esse jetzt alles, was hier ist. Frühstück. 10:30. Ich sag ehrlich, er ist hier der Chef auf dem Berg. Ja, na, glaube ich auch. Der entscheidet genau, wer hier mitfährt und nicht. Du kannst auch da oben einen Handstand machen sonst. Hier ist die schöne Aussicht, ne? Hier kannst du so richtig einmal rumgucken. Hätte ich mal das Fernglas mitgenommen. Guck mal, von der anderen Seite da hinten kommen wir. Da hinten. Ja. So, ab geht's wieder nach unten. €48 ein Ticket, Leute. Bis nach Schirke runter. Alter, wie geil das aussieht mit den Wolken. Ja, ist echt ein schönes Bild hier, aber alles tot. Ohne Scheiß, mittlerweile ist das ja 70-80%, Alter, oder? Zieh das mal rein, ey. Vor uns 80-70, wenn nicht sogar 90% tot, Leute. Hier um die Eckerntalsperre. Richtig heftig. So ein Scheiß. So, wir sind gleich am Steinplateau, Leute, und dann wird dort erstmal nochmal gegessen und eine Pause gemacht. Hoffentlich ist da keiner. So, Leute, ihr kennt es. Das geheime Plateau. Umgeknickt, Alter. Aber ging noch. Oh. Ja, aber wäre echt fast mies daneben gegangen, muss ich zugeben. Ah, tut auch immer noch weh, Alter. Fucking shit. Ja, ja, da oben hoch. Ach, das ist geil. Pass auf, dass du nicht nach links runterfällst, ne, Kim? Guck, hier können wir erstmal chillen, Digga, Alter. So, hier wird erstmal Pause gemacht, Leute. Woo! Junge, die geil, ne? Sag ja, ne? Geiler Spot, Alter. Ja.
Doch, man kann besser hinten durch. Willst du nicht? Das ist auch eine coole Stelle. Hier ist cool, ne? Richtig viel Platz und so. Ja, Mann. Du brauchst Ruhe. So, die Sachen waren ja heute Morgen so klamm. Erstmal gedacht, legen wir das jetzt erstmal ein paar Minuten in die Sonne und dann müsste das Thema erledigt sein. Oh. Da. Da. Nicht bewegen. Junge. Dass sie die so trägt, Mann. Krass, ne? Heftig. So. Als wär's nichts. Hä? Als wär's nichts. So, weiter geht's, Leute. Weiter geht's, Leute. Letzte Etappe. So, es ist soweit, Kimon hat richtig Probleme mit der Sonne, aber es gibt einen Trick, sagt er. Und zwar? Ja, ich sag, wenn das jetzt in der Sonne ist, dann mach ich so. Okay. Sobald wir jetzt da in den Schatten kommen, mach ich so. Alter! Und das funktioniert auf jeden Fall? 100 Pro, Alter. Schon erprobt worden. Was war das nochmal, wo man so jetzt? So wo man das macht? Ja. Also diese Bewegung kenne ich nur aus. Keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht. Ach, also mit einer Drehung? Jetzt Schatten, ah, okay, alles klar. Ja. Nur mal so als Tipp, falls ihr auch Probleme mit der Sonne habt. Ostern nehmen. Ich finde, das sieht hier schon mega schön aus, ey. Alles voll vermoost. Hier kannst du dich reinlegen, ne, übrigens, ey. Ja. Das ist so weich wie so ein Boxspringbett, soll das sein. Nicht, das ist aber nicht das ultraweiche. Nee, guck mal. Ne? Das ist nicht das ultraweiche Moos. Dieses lange Moos, ja, oder? Ja, ja. Da gibt's auch noch unterschiedliche Arten. So, ich habe mir mal so Schuhe gegönnt. Das sind Schutzhüttenschuhe. Die sind ganz leicht und so. Kann man leicht mitnehmen und ich dachte, kann ich mir mal. Zelte werden aufgebaut und dann wird gechillt. So, Zelt steht. Man liest sich auch gut. Ich habe da schon Probe gelegen gerade. Oh. So, wir haben uns gerade sauber gemacht. Meine Blasen sind nicht gut, ey. Was? Jetzt wird erst was gegessen. Von der Marke habe ich noch nie was geholt, aber mal gucken. 350 reicht. So, guten Hunger, Leute. Jo, jo, wir haben uns jetzt schon reingelegt, weil das Viehzeug kommt. Das kleine Viehzeug, Mücken und all so ein Scheiß. Du hast schon einen Stich? Ja. Scheiß. Aber das ist echt der erste jetzt. Mückenstich? Ja. Okay. Über mir ist auch eine Mücke gewesen gerade. Ja doch, die ist da immer noch. Die fliegen mich hier gerade an. Dann gehen wir auch schon gleich
Ja, nicht pennen. Wir chillen noch ein bisschen und dann. Guten Morgen, Leute. Hammer, ne? Gesehen im Zelt meine Sachen einpacken können. Ey, mega geil. So, das war meine Stelle. Nichts hinterlassen, als ob wir hier gar nicht gewesen wären. Hier waren wir nicht. So, der Kimon ist da lang gelaufen, weil er meint, er will sich da durchschlagen. Mal gucken, ob er es schafft. Ich gehe lieber den Weg hier zurück und dann treffen wir uns oben am Weg wieder. Ich habe auch keinen Bock, ich habe auch eine kurze Hose an, ey. Hier so durch so eine Scheiße hier. Oh. Ich befinde mich jetzt wieder auf dem Hauptweg. Mal gucken, wann er dann gleich da irgendwann zustößt. Boah, war aber anstrengend, ey. Und da ist er. Er ist echt schneller gewesen. Hier gab es wohl doch einen Weg hoch. Ja, auf jeden. Da hat er mich. So. Man kennt es. Jetzt erstmal frisch machen. Trinkwasser. Herrlich.